Ein neuer Tag auf Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Und angesichts des heutigen schönen Wetters befinden wir uns hier am Schlossteich. Aber apropos schönes Wetter. Lasst uns heute doch einfach mal über das Wetter von früher, von früheren Jahrhunderten sprechen. Ich weiß gar nicht, wer das weiß, aber im Mittelalter und der frühen Neuzeit ist in der Gegend um Schmalkalden, in der Gegend um Meiningen, selbst in der Gegend um Suhl Wein angebaut worden. Weinanbau in Größenordnung. Wir haben beispielsweise einen Schmalkalder Chronisten aus dem 17. Jahrhundert. Da kann im Jahr passieren, was will. Der schreibt immer zuerst, wie gut oder schlecht die Weinernte ausgefallen ist. Man muss halt Prioritäten setzen. Vermeintliche Wetterkapriolen, sie ziehen sich wie ein roter Faden durch die Jahrhunderte. Ich habe euch beim letzten Mal von der Tagung des Schmalkaldischen Bundes berichtet, auf den Martin Luther persönlich anwesend war. Der darauffolgende Winter, er soll so mild gewesen sein, dass um Neujahr bereits die Veilchen blühten. Aber zwei Jahre später, im Jahre 1540, kommt es zu einer der größten Wetterkatastrophen der letzten 2000 Jahre. Klimaforscher und Historiker sind sich einig, dass das Jahr 1540 eins der heißesten und vor allem trockensten Jahre der letzten 2000 Jahre war. Monatelang gab es kaum oder keine Niederschläge. Extremtemperaturen von teilweise über 40 Grad wurden erreicht. Die Böden waren so ausgetrocknet, dass sich tiefe Risse bildeten. Der Thüringer Wald, der stand vier Wochen lang in Flammen. Niemand konnte die Brände löschen. Selbst große Flüsse wie die Elbe oder wie der Rhein waren so ausgetrocknet, dass man sie zu Fuß überqueren konnte. Diese Wetterkatastrophe von 1540, sie hat Abertausenden von Menschen das Leben gekostet. Die genaue Opferzahl, sie lässt sich nicht beziffern. Aber bei einer anderen Wetterkatastrophe kann man die Opfer beziffern. Eine Katastrophe, die als die sogenannte Thüringer Sintflut in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ende Mai 1613. Schwere Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen überziehen Thüringen. Die Gegenden um Meiningen, um Weimar, um Erfurt, um Mühlhausen, sie werden komplett überflutet und stehen unter Wasser. 2300 Menschen verlieren bei diesem Jahrhunderthochwasser ihr Leben. Aber diese Thüringer Sintflut, sie steht schon im Zusammenhang mit der sogenannten Kleinen Eiszeit. Die Kleine Eiszeit ist eine natürliche Klimaverschlechterung, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einsetzt. Kleine Eiszeit deswegen, die Winter werden länger und rauer, die Sommer kühler und feuchter. Was das für eine landwirtschaftlich dominierten Zeit für Auswirkungen hat, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Wir haben viele Jahre nacheinander, wovon Missernten hier in der Region berichtet wird, aufgrund der kühlen, aufgrund der kalten Witterung. 1577, am 24. Mai, es schneit in Steinbach-Hallenberg. Wenige Jahre später haben wir Schnee im August. Oder das Jahr 1595. Brotterode ist so eingeschneit, bis über die Dächer liegt der Schnee. Man muss Löcher in den Schnee graben, damit die Leute in ihren Häusern nicht erfrieren. Und so zieht sich das auch über das 17. Jahrhundert hinweg. 1626. Ein extremer Frosteinbruch, ein extremer Wintereinbruch im Mai und Juni vernichtet die Weinernte und die Getreideernte. Und das Jahr 1628 geht als eines der Jahre ohne Sommer in die Geschichte ein. Die Folge dieser Wetterereignisse, die Hexenprozesse, fast überall im Reich, sie nehmen bis dato nicht gekannte Formen an. Man braucht Schuldige, man braucht Sündenböcke, man braucht aber auch Erklärungen für dieses nur vom Teufel gemachte diabolische Wetter. Das eigentliche Jahr ohne Sommer ist allerdings das Jahr 1816 gewesen. Im Vorjahr kommt es zu einem gewaltigen Vulkanausbruch. Der Tambora bei der Java, Indonesien, in einer gewaltigen Eruption explodiert er. Die Rauchsäule erstreckt sich 43 Kilometer in den Himmel. Der Berg wird kleiner, von 4.300 auf 2.800 Meter. Die Menschen im Umfeld, sie sterben zu Zehntausenden. Aber ein Jahr später kommt die Katastrophe in Mitteleuropa an. Die Aschewolke, sie verdunkelt den Himmel, sorgt für extrem feuchtes und kühles Wetter. Missernten, Hungerskatastrophen, Auswanderung sind die Folge. Bleibt zu hoffen, dass wir einen normalen Sommer dieses Jahr erleben, bei all dem, was wir schon hinter uns haben.
einen kleinen Hinweis in eigener Sache habe ich noch. Ich halte heute meinen ersten Autokino-Vortrag zum Thema Hexenverfolgung. Ein paar Restkarten gibt es noch. Am Hochofenmuseum Neue Hütte, zwischen Schmalkalden und Flohseligenthal gelegen. Also vielleicht sehen wir uns heute Abend an der Neuen Hütte oder demnächst auf Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden.